Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge in FIFA 19 Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute Vormittag gab es eine neue Runde von FIFA 19, FIFA 19 Pacey Bits. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr es gerne auschecken. EA hat auf die kleine Hate-Welle, sage ich mal, reagiert. Weil ihr habt es ja sicherlich mitbekommen, gestern Abend um 21 Uhr, also Freitag 21 Uhr, kam das ultimative TOTS. Und wir sind mal ehrlich, also was EA sich dabei gedacht hat, frech. Frech, 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 frech. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ohne Witz, ne? Ich habe jetzt 4 dieser Sterne. Mit diesen 4 Sternen hätte ich nichts anfangen können, Leute. Ohne Spaß, hätte ich nichts mit anfangen können. Jetzt hat EA noch die Ultimate Matches eingebaut. Ist in der Hinsicht gut, weil man hier bis zu, ich habe noch kein Spiel gemacht, 2, dann hier 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 21, 25, 30 Sterne kann man bekommen. Das heißt, ich habe dann 34. Mit 34 kann ich immerhin schon mal... nicht ultimativ. Kann ich immerhin schon mal einen... Ja, okay. Robertson Kimmich könnte ich damit denn holen. Also, einer fehlt mir dann zwar noch. Also, Robertson oder Kimmich könnte ich mir dann holen. Ich brauche beide Spieler eigentlich nicht. Kimmich? Könnte ich dann mal schauen, ob ich dann Kimmich hole und dann halt für einen Carvajal reinstelle. Das wäre der einzige Spieler, der, wo ich sage, ja, Kimmich könnte ich mir dann holen. Oder was meint ihr? Oder soll ich dann... Weil man kann ja auch nochmal durch das Turnier, durch das ultimative Turnier, das werden wir jetzt hier gleich spielen in der heutigen 20 Uhr Folge hier. Das ultimative Turnier, da kriegt man ja auch nochmal hier die ultimativen TOTS-Punkte, mit denen man, sag ich mal, man bekommt noch 30 ultimative TOTS-Punkte, dann könnte man noch 2 Sterne bekommen, hätte ich 36. Ja, hier kann man zwar 10 Sterne holen, aber wenn ich bis hier hinten komme, hole ich mir lieber 90-Plus-Spieler. Okay, hier kann man dann leider nichts holen. Hier kann man aber auch nochmal, wenn man halt täglich die Punkte abholt, kann man auch nochmal bis zu, das hatte ich gestern ausgerechnet, ungefähr auch nochmal 4, 5, 6 Sterne bekommen. Ja, es ist machbar, eventuell sogar einen... Was heißt sogar? Also auf Ronaldo werde ich niemals kommen, Van Dijk auch nicht, 80 komme ich nicht, vielleicht auf 60. Glaube ich zwar auch nicht dran. Also ein Marco Reus eventuell. Einen 50er, also einen 97er Marco Reus. Aber soll ich einen Reus lieber holen, weil ein Reus im ZOM habe ich halt Wijnaldum. Also da macht es überhaupt keinen Sinn. Der Einzige, der halt Sinn machen würde, ist Kimmich. Ich glaube, wir holen uns dann Kimmich. Ich denke mal, morgen in der 20 Uhr Folge, weil ich dann halt auch noch privat die Matches spielen werde. Ich werde jetzt die Matches nicht in der 20 Uhr Folge spielen, weil es gegen den CPU ist. Und ich finde, wenn man gegen den CPU hier halt in einer Folge spielt, finde ich das relativ langweilig. Deswegen spielen wir hier lieber das Turnier. Ich muss dafür aber leider, was heißt leider, ich muss mein Team halt, doch leider, man kann man schon sagen leider, weil ich würde gerne lieber mit meinem 110er Team spielen, ich muss ja hier mit diesem Teamchen spielen, mit Max Kruse und Co. Und wir gehen hier rein ins ultimative TOTS Event, ins Turnierchen. Wie viele Punkte habt ihr denn schon mittlerweile? Sicherlich ist der eine oder andere Suchti hier unter der Hashtag PaxArmy, der jetzt schon wahrscheinlich, keine Ahnung, 1000 Punkte sicher spielt hat. Wenn ich ehrlich bin, was brauche ich denn hier? 5 beliebige TOTS-Spieler. Okay, dann würde ich sagen, stelle ich hier einfach mal 5 beliebige TOTS-Spieler rein. Habe ich hier nicht sogar schon? 1, 2, 3, 4 habe ich drin. Okay, dann machen wir das halt so, dass ich... Was habe ich denn noch für TOTS-Spieler? Serge Gnabry, Dembélé. Was ist, wenn ich Dembélé hier ins linke Mittelfeld stelle? Dembélé, 89 hat der Kollege, ja. Kriegt ja auch keinen Boost im linken Mittelfeld und habe immer noch 100, perfekt. Ich habe jetzt 5 beliebige TOTS-Spieler. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Also das sollte eigentlich passen, dass ich da ein paar mehr Pünktchen bekomme. Zwar nicht viele Punkte mehr, aber es reicht trotzdem aus. 2 TOTS-Startspieler, Top-League, ein ultimativen TOTS. Ja, das schaffe ich jetzt halt nicht mehr so schnell, aber immerhin kriege ich dadurch jetzt hier... Ich glaube, 3, ne? Startspieler? Ultimative? Ja, 3 Punkte bekomme ich mehr pro Sieg. Immerhin. Also, 3 Punkte haben oder nicht haben. Ich möchte sie haben. Deswegen habe ich das jetzt hier mal kurz umgestellt. Und mit Dembélé habe ich sogar ein besseres Team als mit Diallo.
Weil ab und zu habe ich auch Diallo vorne im Sturm bei ein paar Chancen. Und der konnte halt jetzt nicht so gut schießen. Dembélé ist halt Stürmer, kann halt ein bisschen besser schießen als ein Diallo. Also, ja, haben wir zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Sagt man das so? Ja, und ich weiß hier, der Nachbar bohrt irgendwie oder der Nachbar hämmert hier ein paar Nägel in die Wand oder so. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Heute ist kein Hashtag Mozart am Start, sondern heute ist, hör mal, wer der hämmert am Start. So, erstes Spiel. Ich hoffe, dass ich das gewinnen kann. Ich habe hier heute noch gar nicht großartig gespielt. Okay, Dembélé, Movement ist okay. Ich hätte gedacht, dass Dembélé eher so ein etwas dickerer ist, aber anscheinend ist er doch dribbelstark, so wie es aussieht. Kruse. Komm, nächste Chance. Schulz auf Kruse. Und Kruse. Ach man, 1 zu 3. Als ob wir jetzt direkt das erste Spiel verlieren. Ach man, was ist denn das? 1 zu 4, ja moin. Das Ding ist jetzt schon wieder so gut wie vorbei. 2-4. Rekik, Kruse. Dembélé. Dembélé, das war richtig gut nach vorne gepaced. Den Ball hat er sich gut vorgespielt, Dembélé. Und jawohl, 4-5. 4-6. Ja, 5-6. Komm, bitte. Aber ein Unentschieden bringt mir halt auch nichts. Ein Unentschieden bringt mir auch überhaupt gar nichts. Ja. Mann. Eggestein, mach ihn bitte. Und er hält ihn. Er hält ihn. Ja, das war's. 5 zu 7. Wir verlieren das erste Spiel. Ach, Mann, ey. Das erste. Die 5-8. Okay, nächster Gegner auch wieder 100. Wenn ich das Spiel jetzt hier verliere, ne? Dann bin ich absolut salzig, Leute. Mein Salzgehalt ist jetzt schon ein bisschen hoch. Oder ein bisschen angestiegen durch die erste Niederlage im ersten Spiel. Weil gestern lief es ja richtig gut in der 20 Uhr Folge. Heute kein Ton. Erstmal kein Ton. Wenn ich das Spiel gewinne, dann habe ich schon wieder ein bisschen bessere Laune. Aber wenn ich das hier schon wieder sehe, meine lieben Freunde. Nico Schulz, Dankeschön. Und kann der Nachbar mal aufhören hier zu bohren, Alter? Ohne Witz, Junge. Was ist denn hier los? Sollen das, Mann? Ich nehme hier auf, hier, Mann. Hallo, ich nehme hier auf. Junge. 2-0, danke. Hört ihr das? Ich weiß nicht, ob das Mikrofon jetzt hier... Okay, jetzt habt ihr safe gehört, Leute. Regie, ihr müsst das zweite Versus-Angriffsspiel hier ohne Hintergrundmusik abspielen. 4 zu 1, jawohl. Jawohl. Und der Keeper hat ihn schon wieder. Ja, Meinski, Kruse. Und er fischt ihn wieder raus. Komm, die Ecke jetzt aber verwandeln, Niklas Stark. Niklas Stark nickt das Ding ein, 5 zu 3. Aber gewonnen haben wir hier noch gar nichts, safe. Dembélé. Und er hat ihn wieder. Und das ist, jawohl, 6-4. Ein ganz wichtiges Tor. Enorm wichtiges Tor hier von dem Gegner. Kruse. Bitte ein Tor noch. Lukas, enttäuscht mich nicht. Lukas enttäuscht mich natürlich nicht. 7 zu 5. Und das Ding ist durch, Leute. Wir gewinnen das zweite Spiel. Immerhin wenigstens, ne? Und Wijnaldum macht das Ding auch nochmal rein. Jawolski. 8 zu 5. Das erste Spiel haben wir, glaube ich, 5 zu 8 verloren. Und das zweite Spiel gewinnen wir jetzt 8 zu 5. Und ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall noch eins. Weil wir können ja hier nicht mit einer neutralen Statistik rausgehen, ne? Wenn ich das Spiel jetzt verlieren sollte, mache ich dann auch nochmal eins, weil mit einer Niederlage hört man natürlich nicht auf. Safe. Also, gucken wir mal. Und der Nachbar bohrt schon wieder. Mann, das nervt hier, ey. Wieso grätzt, ne? Den ganzen Tag war das ruhig. Ich nehme auf und der fängt an zu bohren. Er hat ein Liverpool-Team. Also, ein fast komplettes Liverpool-Team. Manolas habe ich da noch gesehen. Schauen wir mal. Lionel Messi, Leute. Das ist der echte Lionel Messi. Der liegt gerade, obwohl, er liegt nicht gerade faul auf der Couch,
Weil der spielt ja aktuell noch Fußball, also Copa America. Ist ja nicht so, dass er Urlaub hat. Der hat ja richtig zu tun, der Lionel. Der Lionel Messi. So, Kruse, komm, jawohl, das war schön. Mit dem Roulette vorbei, Kruse mit dem Tor. Wijnaldum. Ja, 2-1. 2-1. 2-1. Was ist das für eine Flanke? Kruse geht vorbei. Kruse mit dem 3-1. Und die nächste Flanke. Und Kruse mit dem 4-1. Jawohl, das gefällt mir. Das geht gut los hier. Max Kruse. Wieso habe ich so nicht im ersten Spiel die Chancen verwandelt? Da frage ich mich echt manchmal. Ich glaube, das liegt auch nicht manchmal an meinen Fähigkeiten, sage ich mal, weil ich habe das Gefühl, dass ich jetzt hier nichts anders mache als im ersten Spiel. Bloß im ersten Spiel habe ich halt ja die Chancen nicht verwandelt, weil A, der Keeper halt besser war und ich halt an der Verteidigung nicht vorbeigekommen bin. Ach, ich weiß auch nicht. Das, was zählt, ist, dass wir jetzt hier das nächste Spiel gewinnen. 8-4. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der jetzt hier noch so schnell 3-4 Tore macht. Oh, nee. Ah, nee. 8-5. Ja. 8-6. Vielleicht nochmal 1-8-7, aber dann ist es eh vorbei. Und EA hier wieder mit einem Fehler. Ich hätte eigentlich hier noch eine tolle Chance gehabt, aber EA gönnt nicht. Aber ist vollkommen egal, weil wir das Spiel so oder so gewinnen. 8-6, Leute. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. EA hat ein bisschen wieder, ja, sich ins Zeug gelegt, sage ich mal. Richtig heftig geil finde ich das ultimative TOTS-Event zwar immer noch nicht, aber EA hat wenigstens darauf reagiert, dass wir das alle beschissen fanden, was EA da rausgehauen hat. Ich hätte einfach nur 4 Sterne gehabt. Jetzt kann man mit den Matches wenigstens nochmal 30 dazu bekommen, ist schon mal wenigstens in Ordnung. Man kann jetzt so Free-to-Play quasi einen ultimativen TOTS-Spieler bekommen, auch wenn es nicht der beste ist. Aber ich denke mal, ich werde mir Kimmich holen. Dann werden wir morgen hier noch die TOTS-Spieler ziehen. Vielleicht haben wir da Glück drin. Und ja, eventuell morgen auch schon den guten Kimmich holen. Leute, ich bin jetzt hier raus. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen Vormittag gibt es vielleicht ein Video. Ich weiß es noch nicht genau. Lasst euch überraschen. Haut rein und tschüssi.